Glänzend aufgelegt ist Berlin vor allem ja dann, wenn es was zu feiern gibt. Und das ist in diesen Tagen der Berlinale natürlich der Film. 10 Tage lang waren nun die Kinos voll, die Teppiche rot und die Partys ziemlich lang. Zum Abschluss wurden heute Abend, wie immer, die glänzenden Beeren vergeben. Grit von Petersdorf. Als die 9-jährige Sophia Ortero den silbernen Bären bekam als beste Hauptdarstellerin, da begann sie ganz professionell. Ich danke dem technischen Team, den Friseuren, den Make-up-Künstlern, der Produktion. Weiter ging es dann aber mit den einzelnen Familienmitgliedern. Der ganze Saal weinte ein bisschen mit, die jüngste Preisträgerin. Emotionen und Kino gehören zusammen. Im spanischen Film 20.000 Arten von Bienen spielt sie einen Jungen, der lieber ein Mädchen wäre. Die Herzen der Jury hat auch der französische Dokumentarfilmer Nicolas Philibert erreicht. Für Sur la Damon bekommt sein Team den goldenen Bären. Keine Fiktion, sondern Realität in Paris auf einem Boot auf der Seine. Dort ist eine Tagesstätte für psychisch kranke Menschen. Sie machen Musik, malen und erzählen von sich. Mein Kopf ist blockiert, immer das gleiche Delirium. Auch aus deutscher Sicht lief es gut. Regisseur Christian Petzold bekam den großen Preis der Jury für Roter Himmel. Eine liebe Sommer-Freunde-Geschichte. Erst Leichtigkeit, dann Dramatik. Für Hollywood-Glamour sorgte Kristen Stewart, ein Star der Vampir-Serie Twilight, nun Jurypräsidentin. Kreischalarm nach wie vor. Die Zeit hier wird sie nicht so schnell vergessen. Die 2 Wochen waren wie mehrere Monate. Keine Masken mehr, dicht gedrängte Fans, die Berlinale wieder ganz so wie vor Corona. Ich hatte das Gefühl, dass alle so ein bisschen ruhiger sind. Also ich habe das Gefühl, dass diese Corona-Zeit alle vielleicht so ein Stück mehr zu sich gebracht hat. Aber ich hatte das Gefühl, die Atmosphäre ist so sehr konzentriert. Etwas gedämpfter vielleicht, wohl auch, weil Politik eine so große Rolle spielte auf der Berlinale. Iran, Ukraine, Protestaktionen gab es viele auf dem roten Teppich. Man hat so gemerkt, dass man ist schon so eine Gemeinschaft, Filmemacher, Filmschaffende und die Berlinale, das gehört irgendwie sehr stark zusammen und auch die Politik, wie sie in der Welt gerade stattfindet. Aber Kinos ausverkauft, die alte Filmbegeisterung ist ganz offenbar wieder da.